Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lass uns Chi sprechen. Wenn du hier neu bist, heiße ich dich herzlich willkommen. Akwaba, mein Name ist Ikua. Danke, dass du eingeklickt hast. So, ihr Lieben, das heutige Thema lautet Begrüßungsregeln in der Akan-Kultur. Ja, Begrüßungen sind wichtige Aspekte aller Ghana, vor allem die Akans. Wenn du zum Beispiel einen Freund oder jemanden, den du kennst, auf der Straße triffst und ihn oder sie nicht begrüßt, dann bedeutet es entweder, dass du ein Groll gegen ihn oder sie hast oder du denjenigen einfach nicht magst. Ja? Die Begrüßungsantwort für alle männliche ältere Personen ist aus Respektgründen immer Ye Eja. Eja bedeutet Vater auf Chi. Und weil diese ältere Person deinen Vater repräsentieren kann, heißt das Ye Eja. Das gleiche gilt auch für ältere weibliche Personen. Ye Ena. Ena bedeutet auf Chi Mutter, weil diese weibliche ältere Person auch deine Mutter repräsentieren kann. Deshalb Ye Ena. So, wir haben einige Beispiele für euch gemacht. Viel Spaß beim Zuschauen. Beispiel 1. Ein Mann grüßt eine Frau auf der Straße am Morgen. Ewura Machi. Guten Morgen, Fräulein. Antwort. Yeja. Guten Morgen, Herr. Beispiel 2. Ein junger Mann begrüßt einen anderen jungen Mann auf der Straße am Mittag. Kofi Maha. Guten Tag, Kofi. Antwort. Yenuya Kweku. Guten Tag, Kweku. Beispiel 3. Eine ältere Frau grüßt einen älteren Mann auf der Straße am Abend. Eja Majo. Guten Abend, Herr. Antwort. Je nuya. Guten Abend. Beispiel 4. Eine Tochter begrüßt ihren Vater am Morgen. Eja Machi. Guten Morgen, Vater. Antwort. Ja, Oba. Guten Morgen, Kind. Beispiel 5. Eine Frau begrüßt ihren Mann bei der Heimkehr. Mira Akwaba. Herzlich willkommen zurück, mein lieber Mann. Antwort. Ja, Midi. Danke, meine liebe Frau.